Ich möchte Ihnen in diesem Film die Oberfläche von GeoGebra 4.0 vorstellen. Wenn Sie die Version 3.2 kennen, so werden Sie kaum einen Unterschied sehen. Es gibt allerdings ein paar Änderungen, die kleine, aber doch feine Verbesserungen bringen. Betrachten wir zunächst mal diese Ansichten. GeoGebra hat hier verschiedene Ansichten, zum Beispiel die Algebra-Ansicht, die Grafikansicht. Und im Vergleich zur letzten Version hat jetzt jede dieser Ansichten hier oben einen Streifen, den Sie auch von dem normalen Fensterrahmen kennen. Unter anderem gibt es hier auch drei Knöpfe. Wir gehen per Maus mal drüber und man sieht, dass es sich hier erstmal um einen Knopf handelt, mit dem ich die sogenannte Gestaltungsleiste einschalten kann. Die Gestaltungsleiste dient, die Ansicht zu verändern, zum Beispiel entweder hier die Oberfläche oder wenn ich Objekte gezeichnet habe, dann kann ich, nachdem ein Objekt angewählt ist, das ist jetzt also hier die Gerade, auch noch weitere Änderungen vornehmen, wie zum Beispiel die Farbe. Ich kann die Dicke verändern und so weiter. Das gleiche gilt auch für zum Beispiel Punkte, die ich aktiviert habe. Dann kann ich eben zum Beispiel das Aussehen ändern oder auch die Beschriftung. Der Vorteil von dieser Gestaltungsleiste ist, dass man nicht in den Eigenschaften-Dialog gehen muss, der ja etwas umständlich aufzurufen ist. Und für jüngere Kinder bleibt eben dieser Eigenschaften-Dialog dann auch erspart. Und es ist auch noch praktisch, wenn ich zum Beispiel am Whiteboard arbeite, denn dann komme ich meistens dann umständlicher an den Eigenschaften-Dialog und das erspare ich mir so. Die Gestaltungsleiste kann ich auch wieder ausblenden, wenn ich sie nicht benötige. Gehen wir mal zum nächsten Knopf. Und zwar hier habe ich die Möglichkeit, einige einzelne Ansichten als schwebende Fenster darstellen zu lassen. Ich kann sie auch wieder zurückholen in das GeoGebra-Hauptfenster. Der Vorteil ist zum Beispiel, wenn ich die Algebra-Ansicht als störend hier im Fenster empfinde, sodass ich sie auslagern kann und nur bei Bedarf vielleicht noch heranziehe. Oder wenn ich sehr viele einzelne Ansichten habe, so kann ich die also ein bisschen besser verteilen, je nachdem, wie oft ich sie brauche. Der letzte Knopf hier ist zum Schließen da, eine Ansicht. Was man jetzt gerade hier sieht und was Sie vielleicht noch nicht bemerkt haben, in Version 3.2 konnte man also die Grafikansicht gar nicht schließen, sie war immer sichtbar. Hier ist das nun auch möglich. Und hier sehe ich übrigens gerade die Gestaltungsleiste der Algebra-Ansicht, die ist immer dann sichtbar oder automatisch sichtbar, wenn es nur noch ein Fenster oder noch eine Ansicht offen ist. Die Gestaltungsleiste ist hier etwas anders. Hier zum Beispiel sortierende Objekte nach Typ oder ich kann auch noch Hilfsobjekte einblenden. In der Algebra-Ansicht hat sich noch eine Kleinigkeit geändert. Wenn ich hier Funktionen eingebe, oder deren Darstellung in der Algebra-Ansicht meistens nicht so optimal war, so wird das jetzt besser dargestellt und zwar wird jetzt LaTeX benötigt oder verwendet hier zur Darstellung. So kann ich auch zum Beispiel kompliziertere Funktionen schön darstellen. Und auch Vektoren werden jetzt zum Beispiel richtig dargestellt. Schauen wir uns nochmal das Ansichtsmenü an. Ich lasse nochmal eine weitere Ansicht anzeigen, damit ich Ihnen hier noch etwas verdeutlichen kann. Zunächst mal die Tabellenansicht, die jetzt hier gerade aktiviert ist. Hier ist die Grafikansicht aktiviert. Je nach aktivierter Ansicht gibt es teilweise eine andere Werkzeugleiste. Da hat sich also auch etwas verändert. Und was auch noch möglich ist, und zwar kann ich die Ansichten jetzt beliebig positionieren. Es gibt also keine Beschränkung. Und ich kann mir meine
Ansicht beliebig anordnen, wie ich sie gerne haben möchte. Wenn mir eine spezielle Anordnung dann gefällt, so habe ich die Möglichkeit, diese zu speichern, damit ich sie später wiederverwenden kann. Und zwar hier unter Perspektiven. Also eine bestimmte Anordnung von Ansichten ist eine sogenannte Perspektive. Und die kann ich mir für später speichern. Unter anderem gibt es auch vordefinierte Perspektiven, zum Beispiel für die elementare Geometrie. Man erkennt, dass jetzt zum Beispiel das Koordinatensystem und das Gitter nicht zu sehen ist. Dagegen sind die wichtigen Zeichenwerkzeuge alle nebeneinander, das heißt, es gibt keine Werkzeugboxen. Weitere Perspektiven, zum Beispiel Geometrie mit Gitter und den ganzen Werkzeugboxen oder eben auch meine Perspektive, die ich eben gespeichert habe. So, ich habe wieder die Perspektive mit Algebra und Grafikansicht hergestellt und möchte hier nochmal etwas zeigen. Es gibt nämlich nun eine zweite Grafikansicht. Diese zweite Grafikansicht ist nichts anderes als eine zweite Anzeigemöglichkeit. Hier ist momentan jetzt gerade nichts zu sehen. Das liegt ganz einfach daran, dass diese Objekte, die ich jetzt hier habe, wie zum Beispiel auch den Punkt A, dass die nur in der Grafik 1 gezeigt werden. Ich kann das aber ändern, indem ich in den Einstellungsdialog gehe und dann es hier anzeigen lasse. Und dann ist der Punkt A eben auch hier zu sehen. Es handelt sich bei diesen beiden Punkten A also um den gleichen Punkt, nur eben an einer anderen Stelle angezeigt. Ich kann in beiden den Punkt A bewegen. Und wenn ich hier den Punkt A lösche, dann verschwindet er eben natürlich auch hier. Für die Anwendung der zwei Grafikfenster habe ich ein Beispiel vorbereitet, mit dem Sie zum Beispiel die Ableitung zu einer Funktion im zweiten Grafikfenster darstellen können. Nun zu einer weiteren Neuerung hier bei der Eingabezeile. Und zwar gibt es eine neue History-Funktion, bei der man die alten Eingaben wiederfindet. Hier kann man also direkt auswählen und muss nicht blättern. Dann haben wir eine Eingabehilfe. Dieses Alpha erscheint nur, wenn der Cursor in der Zeile ist. Und wenn ich draufklicke, habe ich alle Objekte, die ich brauche und die ich mir einfügen kann. Was auch noch neu ist, bei der alten Version gab es hier rechts unten eine Sammlung von Befehlen. Jetzt gibt es hier die sogenannte Eingabenhilfe. Diese Eingabenhilfe enthält alle Befehle, die es gibt. Entweder auf einmal, so wie es quasi früher war, oder ich suche mir eine spezielle Funktion zu einem Thema heraus. Dann kann ich hier unten erkennen, wie der Befehl anzuwenden ist. Ich kann ihn auch einfügen. Oder wenn mir die Informationen nicht genügend sind, dann kann ich mir, wenn ich draufklicke, auch den Inhalt des GeoGebra-Wikis anzeigen lassen, wo ich zum einen genaue Informationen und Beispiele finde, aber auch zum Beispiel Hinweise auf andere Befehle. Alles im Allen hat sich die Oberfläche von GeoGebra recht wenig verändert, aber es gibt eben ein paar Neuerungen, die meiner Meinung nach sehr praktisch sind, wenn man sie kennt.